Herzlich willkommen zu einem neuen KPKs, diesmal live aus Frankreich. Wir, das sind Tobi und ich, Jeroen, sind gerade an einem neuen See, einem 6 Hektar See, gelegen in die französische Champagne-Region, so nicht weit fahren für die meisten deutschen Angler. Und dieser See herbergt ca. 180 Fische, 40 davon sind eigene Nachwuchsfische, aber die übrigen 140 Fische, plus minus prima Daumen, die haben ein Schnittgewicht von über 20 Kilo. Na, das bedeutet natürlich, oder was man eindenken kann, es ist absolut kein Running Lake. Der See bietet sehr schöne Fische, 3 Topfische rund um die 30 Kilo Marke, definitiv 12 Fische, verschiedene Fische über 25 Kilo und alle in ja, traumhaftem Zustand. Von Fullies bis Salkarpfen, Schuppies und Megaspiegel mit sehr dunkler Farbe. Weil der See ist ganz klar, bis 4 Meter tief. Man sieht die Fische schwimmen, es ist eigentlich wie ein Live-Aquarium. So, ja, wenn Sie mal auf der Suche sind nach einer Herausforderung, auf einem 6 Hektar See mit nur 2 Angelplätzen für 4 Angler oder maximal 5 Angler bei einer Exklusivbuchung, dann lohnt es sich sicher, unseren YouTube-Kanal zu folgen oder auf der Website informiert zu bleiben. Der See wird mit 2... hoffentlich 3 Wochen online sein, weil alles ist fix. Wir sind mehr wie zufrieden und werden stolz, ihn diesem See anzubieten zu dürfen. Aber der kommt live, das ist keine Frage. Wenn Sie schon Vorinformationen brauchen möchten oder haben möchten, schreiben Sie mir bitte persönlich per WhatsApp an. Unsere Telefonnummer wird unter diesem Video vermeldet. Und ja, hier haben Sie gleich einen kurzen Eindruck von unserer Stelle. Alles steht im Schatten, weil es ist jetzt 30 Grad plus, es ist wirklich Hochsommer. Wir kurbeln die Routen gleich aus, machen einen kurzen Besuch an Dragon Island. Der See ist nicht weit von hier entfernt. Da sind Lisette und Bianca und wir werden einen Kaffee trinken, auch mit Lenny. Und mal schauen, wie es da läuft. Bis gleich! Wir kommen gerade vom Clubhouse vom Dragon Island, sind jetzt auf Stelle 5. Da werden wir kurz vorbeigehen bei Lisette und Bianca, fast wohl bekannt bei euch, sind immer unterwegs in Frankreich. Komm, schau mal, das ist komfortabel oder nicht? Oh. Guten Mittag, Damen. Oh, gut, ja, schön, gut. Super. Gut, gut. Gut. Hey, ihr seid hier wirklich Luxus, ne? Ja, stimmt, sicher. Ja. Und wie läuft es? Ja, eigentlich ganz gut. Wir haben jeden Tag einen Fisch, also wir sind zufrieden, ne? Ja, sicher. Die See ist toll. Ganz schöne Stelle, schöner Bestand drin und starke Fische. So, das ist top hier. Super. Und mega komfortabel. Ja. Das ist schon was anderes wie bei uns. Auch sehr schöne See, der neue See, aber nicht so komfortabel wie hier. Das, so etwas brauchen wir auch. Ja. Wie lange habt ihr noch? Bleibt ihr noch wieder eine Woche? Weil ihr seid schon ein paar Wochen unterwegs, glaube ich. Ja, also wir bleiben hier noch ein paar Tage und dann hauen wir ab, weil ja, die nächste Kunde kommen ja wieder hier. Die möchten auch auf das schöne Dragon Island angeln. Ja. Und wir gehen weiter nach Breiter. Freuen wir uns drauf. Super. Ja. Hört sich gut an. Ja, immer unterwegs. Ja. Klasse. Freue mich, euch zu sehen. Ja. Möchtet ihr euch was trinken haben oder was zu essen? Ja, was essen schlage ich nicht ab. Ja? Ja, wir haben noch nicht so viel gehabt, die Mittag. Okay. So. Dann setzt euch, ich mache euch was. Ah, super. Okay. Jungs, so muss das sein beim KPKs. Wir kommen oft vorbei. Vielen Dank fürs Anschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Und wenn noch was Schönes vorbeikommt, bekommt ihr das definitiv mit. Ciao!